Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Jeckinnen und Jecken, also herzlichen Dank für die Einladung. Das ist ja auch schon ein kleines Risiko, mich einzuladen, ne? Also ich komme ja nicht so aus Köln, ne? Bin eigentlich ganz woanders geboren, aber ich bin jetzt schon lange im Rheinland. Also insofern, der Karnevalszug bei uns geht bei mir direkt zu Hause vorbei. Also ein bisschen habe ich schon mitbekommen. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auch, dass ganz, ganz viele von euch gekommen sind aus ganz Nordrhein-Westfalen. Also herzlich willkommen hier bei uns in Köln, in Nordrhein-Westfalen, zu dieser wunderschönen Aschermittwochsveranstaltung. Ja, ihr habt euch als Kölner ja immer wieder was überlegt mit dem alten Kölner Pfandhaus, ne? Habe ich ja überlegt, ja Mensch, wieso treffen wir uns hier im alten Kölner Pfandhaus? Aber ich habe es eigentlich am Ende sofort kapiert, denn was haben wir? Seit langer Zeit die Euro-Krise, ja? Und wo gibt es noch Geld zu holen? Natürlich in den Pfandhäusern, ja? Und deshalb haben die Grünen ja gesagt, neue Idee, Occupy the Pfandhaus. Und das machen wir heute, direkt mit dieser Veranstaltung. Wenn ich da auf der anderen Seite sehe, wo die FDP sich trifft, ja, das ist ja bei der FDP, kann man so sagen, erst hatten sie kein Glück und jetzt kommt noch das Pech dazu. Also die hatten ja den Christian Lindner eingeladen, der ist schon mal krank geworden, dem ist es so wie Volker gegangen, ja. Jetzt kommt der Daniel Bahr, sozusagen der Lindner-Verschnitt, ja. Und wo treffen die sich? In der Karnevalshochburg? Herne! Herne! Ja, so. Und wie heißt das Lokal? Mondschenke. Ich denke, die meisten Wähler wollen die FDP am liebsten auf den Mond schießen. Ich finde, da gehören sie auch hin. Mit ein bisschen Konfetti, das würde mir eigentlich gut gefallen. Aber jetzt geht es nicht so um den Mond, sondern es geht um die Erde und auch das, was dazwischen ist. Und da hatten wir ja gerade, das habt ihr auch eben angesprochen, den Rücktritt des Papstes, ja. Und ich hatte mir diese ganzen schönen Bilder angeguckt mit den Kostümen und so. Und plötzlich sehe ich da den Papst, ja. Da habe ich irgendwie noch ein bisschen gedacht, na ja, die haben auch ein bisschen Karneval. Zumindest verkleiden tun sie sich auch jeden Tag da im Vatikan. Aber dann habe ich gedacht, warum wählt er den Aschermittwoch nicht, sondern den Rosenmontag? Warum wählt er das? Und da ist mir das so klar geworden, ja. Und zwar deshalb, das hat er aus Angst getan. Denn der hat einen ganz großen Gegner. Ja, und den fürchtet er, ja. Und deshalb hat er diesen Tag gewählt, weil er weiß, an diesem Tag kann er seinen großen Gegner ausschalten. Und das ist nämlich Volker Beck. Und wenn der Karneval feiert oder krank ist, dann macht er nichts in der Politik. Also Angst vom Papst. Aber der Papst hat ja nicht mit den Kölnern gerechnet. Denn in Köln gibt es nicht nur Volker, sondern in Köln gibt es auch Sven Lehmann, ja. Und der hat das sofort aufgegriffen, hat gedacht, naja, Volker ist ein bisschen angeschlagen, da muss Sven einspringen. So, und der hat gesagt, ja, was ist mit dem Papst? Ein guter Katholik, der nimmt sich den Papst immer zum Vorbild. Und deshalb hat Sven sofort getwittert, ich empfehle Kardinal Meißner, dem Beispiel vom Papst zu folgen. Und ich finde, was Rom kann, das kann Kolonia noch lange. Neuanfang in Kölle! So, bevor ich aber jetzt richtig anfange, hier ein bisschen lustig zu werden, ja, genau, so, da will ich doch irgendwie schon noch mal sagen, wo die Grünen stehen, ja. So, also zu meiner Rede hier selber, diese Rede hat kein Praktikant geschrieben, aber dafür sind viele Ideen abgekupfert, Plagiate reihen sich aneinander und ich habe als Ausgleich gedacht, deshalb werde ich nicht ordentlich zitieren, ja. So. Ich habe die Gnade des doktorfreien Studienabschlusses. Ich kann mir das leisten. Ja. Und ich weiß mittlerweile auch, wie wir uns unterschieden haben. Die einen haben wild plakatiert und die anderen halt haben wild plagiiert. Und ich finde, wir sollten zu denen gehören, die wild plakatiert haben, liebe Freundinnen und Freunde. Mein lieber Schwan, ja. Also Schwan und Lügenbaron zu Gutenberg, da bekommen die Doktorspiele ja plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Ne?
Die beiden sind so ein richtiges Dreamteam. Das könnte so ein Wahlkampfslogan sein, die Doktoren der Herzen. Ich finde, das wäre gut, weil die Doktoren der Herzen, die landen immer auf dem zweiten Platz. Und wir wollen den ersten Platz, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, das läuft nicht so richtig rund für Schwarz-Gelb. Ich meine, müssen wir nicht unbedingt bedauern, aber so richtig rund läuft es nicht so. Aber wir Grünen, wir haben das super begonnen, großartig begonnen mit diesem Jahr. Da war einmal der Wahlabend in Niedersachsen. Nicht 11.11 Uhr, aber 5.11 Uhr. Ja, war super Ergebnis. Ein Sitz mehr für Rot-Grün. Und gut, dass die Niedersachsen keinen Karneval kennen, sonst wären die wahrscheinlich mit ihren Koalitionsverhandlungen nicht so schnell vorangekommen. Aber die sind fertig, die sind durch. Und ich finde eine Sache richtig klasse, auch für uns Grüne. Wir haben sowohl bei den Themen Umwelt wie auch bei den Themen Energie und bei der Landwirtschaft haben wir von der Bevölkerung bestätigt bekommen, die trauen uns mehr zu als jeder anderen Partei. Und das finde ich einen Riesenerfolg. Herzlichen Glückwunsch für die Niedersachsen. Ja, wir können also eigentlich ein bisschen souverän sein. Wir brauchen gar nicht auf den anderen rumzuhauen. Wir brauchen gar nicht so nervös zu sein. Wir können wohlwollend sein. Ja, und wir können ganz in Ruhe so einen Rück- und Ausblick auf die anderen Parteien halten. So ein, zwei Piekser werde ich schon dabei haben, so nach rechts und links. Aber ansonsten, glaube ich, werde ich das mal ein bisschen seriös heute angehen lassen. Ja? So, die Zeit der politischen Karnevalsreden in dieser Saison hat ja sehr früh begonnen. Genau genommen am 21.11. letzten Jahres. An dem Tag hat Angela Merkel erklärt, ihre schwarz-gelbe Regierung sei die erfolgreichste Regierung aller Zeiten. Hallo, habe ich da nur gesagt. Angela Merkel, schwarz-gelbe Koalition, die erfolgreichste Regierung aller Zeiten. Geht's noch? Ich habe gedacht, das ist die erste Büttenrede. Das kann doch wohl nicht wahr sein, liebe Freunde und Freunde. Da hätte sie doch genauso gut sagen können, Fortuna Düsseldorf ist einer der größten europäischen Spitzenclubs im Fußball. Ja. Oder da hätte sie sagen können, Cindy aus Marzahn wird das nächste German Next Topmodel. Also, deshalb sage ich, Schwarz-Gelb hat abgewirtschaftet und das ist die Wahrheit und deshalb wollen wir sie ersetzen. Gucken wir uns doch die Einzelnen mal an. Ja, das ist einmal Peter Ramsauer, Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Intern und inoffiziell ist der Titel Minister für Bau und Stau. Ja. Kein anderer hat so viel Pleiten zu verantworten wie der glücklose Peer. Oh, da habe ich mich, glaube ich, irgendwie, das war nicht Peer. Kein anderer hat so viel Pleiten zu verantworten wie der glücklose Peter. Ja, Peter. So, in seinen Zuständigkeitsbereich fallen diverse Großprojekte. Einmal Stuttgart 21. Ja? Eigentlich sollte das ja der Bahnhof des 21. Jahrhunderts werden. Und jetzt haben sie sich überlegt, den wollen sie umbenennen in Stuttgart 22. Ist wohl notwendig. Ja? Und dann der große Flughafen in Berlin-Brandenburg. In Berlin geht ja jetzt der Spruch rum, niemand hat die Absicht, einen Flughafen zu bauen. Ja? Wir werden sehen. Ja? Ich schaue ja immer ganz fasziniert auf diese Großprojekte. Ja? Was machen die da bloß? Ich war hier 10 Jahre Ministerin und wir haben als Grüne hier die ersten 10 Jahre hier regiert. Und was haben wir uns angestrengt und gearbeitet, damit wir die größten Blockierer von Großprojekten sind? Ja? Das war echt Arbeit. Ja? Und jetzt kommt der Wovi und der Zapeter daher und jagen mir den Rang ab. Ohne Feldamster, einfach mit Unfähigkeit. Das finde ich echt gemein. Aber der Peter Ramsauer ist ja auch für die Bahn zuständig und da hat er echt eine Unterstützung im Kabinett. Das ist der Bahnfan Rösler, ja. Der hat nämlich nach der Niedersachsenwahl gesagt, und diesmal zitiere ich wirklich richtig, weil bei Rösler muss man gar nicht die Zitate verschweigen, die kann man einfach so richtig zitieren. Ja? Wir sind davon überzeugt, hat er gesagt, dass wir mit der Niedersachsenwahl den Zug FDP wieder auf das richtige Gleis gesetzt haben.
Aber welches? Das fragt man sich. Ne? Und Rösler hat nämlich auch gesagt, für die FDP sieht er das Licht am Ende des Tunnels. So, und da hat er gleichzeitig hinzugefügt, es könnte auch der Zug sein. Und da muss ich sagen, hi, welche Perspektive? Aber nicht Rösler ist zuständig, sondern Ramsauer für die Bahn. So, momentan haben wir ja wieder das Problem, es schneit und es ist kalt und es ist echt eisig und die Türen gehen nicht so richtig zu und klitzekleine Verspätung, sag ich da mal. Ja? So, bekanntlich ist der Winter ja einer der Erzfeinde der Bahn. Ja? Die Bahn hat ja 4 Erzfeinde. Ne? Das eine ist der Winter und das andere ist Frühling, Sommer und Herbst. Ja, so, und man muss da auch Mitleid mit der Bahn haben, denn diese Jahreszeiten, die sind ja total tückisch, ja, da verändert sich das Wetter total überraschend, ja, dass im Herbst das Laub auf den Schienen liegt, also wer kann das vorhersagen, dass der Sommer heiß ist und die Klimaanlage ausfällt, ja, woher soll man das denn wissen, ja, das bringt die ganzen Fahrpläne durcheinander. Da muss ich sagen, da lobe ich mir den Karneval. Das ist die einzige Jahreszeit, wo der Zug pünktlich kürt. Zum Glück ist Ramsauer oder nicht für zuständig. So, dann nehmen wir mal Christina Schröder. Oh. Ja, die Erfinderin des Betreuungsgeldes. Wir sagen ja Herdprämie dazu. Wir Grünen haben ja immer was zu meckern, ne? Und das ist ja nicht das richtige Frauenbild. Frauen an den heimischen Herd. Ja? Aber bei dem Betreuungsgeld, da finde ich dieses Prinzip, das finde ich schon irgendwie, das ist eine komische Logik. Ja? Erst bauen wir mit ganz viel Geld neue Kitas und dann bezahlen wir die Eltern dafür, dass sie ihre Kinder nicht dahin schicken. Ja? Das finde ich irgendwie verrückt. Und das scheint mir der teuerste Weg, Familienpolitik zu betreiben. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, wollen wir nicht. Denn dieses Prinzip, das wäre ja übertragbar auf was anderes. Wir müssten dann ja sagen, den Fußgängern und Autofahrern bezahlen wir Geld, dass sie nicht die Bahn benutzen. Ja, wäre auch komisch, oder? Junge Leute kriegen Geld, dass sie nicht studieren. Ja? Ich glaube, das könnte übrigens die nächste Forderung der Piraten sein. Ne? Das würde eigentlich gut passen. Ja? Aber die CDU ist halt eine Volkspartei. Und so eine Volkspartei, die ist ja Volkspartei. Ja? Und deshalb muss sie für alle was geben. Ne? Jeder muss was haben. Die einen, die die Kinder in den Kindergarten schicken und die anderen, die die Kinder nicht in den Kindergarten schicken. Jeder kriegt was. Ja? Einiges gut, dass die Grünen so stark geworden sind, dass die SPD keine Volkspartei mehr ist. Denn ansonsten würden die ja auch allen was schenken und da wird es ja noch teurer werden. Also starke Grüne, damit wir nicht so viel Geld ausgeben müssen. Doch zurück zu Christina Schröder. Die mögt ihr ja so gerne, habe ich auch eben schon gemerkt, ja, an den Beifallsbekundungen. Ja. Also Christina Schröder, die setzt sich ja für Frauen in Führungspositionen ein, und zwar ganz entschieden. Ganz entschieden. Ja. Sie hat nur eine Bedingung. Muss freiwillig geschehen, muss ohne Quote sein und ohne Zutun der Politik. Ja. Das heißt anders, wenn ein Unternehmen Frauen befördert, dann hat Christina Schröder ganz entschieden nichts dagegen. Ja. Also ich höre schon die Machos in den Chefetagen, denen schlottern die Hosen. Ja, bei so viel Entschiedenheit. Ja. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, finde ich das richtig, unsere Idee. Frauen in die Aufsichtsräte und nicht so schwach, wie Christina Schröder das macht. Wir haben da mehr zu bieten. Ich könnte aber auch noch so einen Rat geben an die FDP. Ich habe eben gesagt, so erst haben die kein Glück und jetzt kommt noch das Pech dazu. Sieht das ja auch an Brüderle, der ist ja auch momentan in so einer, ja, der ist ja irgendwie so abgetaucht, ja, irgendwie war da was. Ne? So, und ich hätte eigentlich einen Vorschlag für die FDP, für Rainer Brüderle. Ja? Schnell und unbürokratisch, was der für Frauenpolitik machen könnte. Ja? Der Rainer Brüderle ist nämlich auch Mitglied in einem Aufsichtsrat, dem Fernsehrat des ZDF. Und ich finde einfach, er sollte Folgendes machen. Einfach nur zurücktreten. Ein Tag
Papst spielen. Ja? Das wäre doch was für Brüderle, da würde er mehr für die Frauenpolitik machen, für Frauenförderung machen, als die ganze Bundesregierung in den letzten Jahren zusammen. Deshalb, einfache Lösung, Brüderle, tritt einfach mal zurück. So, wenn ich schon das ganze Kabinett mir vornehme, dann habe ich auch einen Liebling im Kabinett. Wer ist das wohl? Peter Altmaier, unser Umweltminister. Ist ja irgendwie ein gemütlicher Mensch, ne? So, also mag ich ja irgendwie so, ne? So gemütlich, ja, so. Und er ist auch sehr pragmatisch, ja? Peter Altmaier, der war ja mal Mitglied der schwarz-grünen Pizza-Connection, ne? Und als die Connection zwischen Schwarz und Grün nicht mal richtig funktioniert hat, da hat Peter Altmaier ganz pragmatisch gemacht, dann mache ich eine Connection mit der Pizza. Aber ich finde, der hat ein bisschen zu viel davon gegessen, oder? Altmaier ist für das wichtigste Projekt der Bundesregierung zuständig, nämlich die Energiewende. Warte mal, was habe ich gerade gesagt? Projekt der Bundesregierung? Hallo, geht's noch? Das ist doch gar nicht das Projekt der Bundesregierung. Das ist doch unser Projekt. Die anderen, das sind doch die mit der Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke, ja? Also, wenn Angela Merkel von der Energiewende redet, dann denke ich immer an die Ricola-Werbung. Da sehe ich immer so ein kleines grünes Männchen, kommt angerannt und fragt, wer hat's erfunden? Wir. Wir haben die Energiewende erfunden. Historisch betrachtet hat Angela Merkel mit der Energiewende ungefähr so viel zu tun wie Ludwig der 16. mit der Französischen Revolution. Und ich finde, wir kämpfen für die Energierevolution. Wir wollen Angela Merkel nicht aufs Schafott, aber wir wollen sie ablösen, liebe Freunde und Freunde. Ja, und bei der Energiewende, da gibt es ein zähes Ringen zwischen den Kollegen Philipp Rösler und Altmaier. Zugegeben in unterschiedlichen Gewichtsklassen. Ja? Fliegengewicht gegen Sumo-Ringer. Ja? Doch am Ende legt der Rösler den Altmaier immer aufs Kreuz. Erneuerbare Energien, Rösler bremst. Mehr Energieeffizienz, Rösler bockt ab. Mehr Klimaschutz, Rösler verhindert das. Ihr habt ja jetzt gerade gehört, Ringen wird abgeschafft bei den Olympischen Spielen. Ja? Und ich finde, wir sollten dieses unfaire Ringen, was die beiden machen, am 22. September abschaffen. Dieses Ringen gehört nicht mehr ins Bundeskabinett. Wir wollen eine Energiewende, die funktioniert, liebe Freundinnen und Freunde. Die Folge dieser Politik ist nämlich, Deutschland war mal Nummer eins im Klimaschutz. Heute ist Deutschland der größte Bremser auf EU-Ebene. Wir haben ein enormes Potenzial, was die Arbeitsplätze angeht, was die Wertschöpfung angeht. Und diese Bundesregierung verschläft und verspielt dieses Potenzial. Und das müssen wir ändern, liebe Freundinnen und Freunde. Wir wollen eine richtige Energiewende. Und wie nötig das ist, das sieht man an Peter Altmaier und seiner sogenannten Strompreisbremse. Ja? Er will die Strompreise bremsen. Ich habe mich ja lange damit beschäftigt. Ja? Und wer hat denn eigentlich die Strompreise hochgetrieben? 2002 hatten die großen Energiekonzerne 6 Milliarden Euro Gewinn. Und 2010, da hatten sie 25 Milliarden Euro Gewinn. Ja? Und die Preise für die Verbraucher sind in dieser Zeit enorm nach oben gestiegen. Das heißt, glaubt Altmaier wirklich, dass er das Gewinnstreben der großen Energiekonzerne bremsen kann, indem er die Erneuerbaren ausbremst, liebe Freunde und Freunde? Das ist doch Unsinn, was der Mann sich vorgenommen hat. Und Rösler, der hat es auch gleich verstanden. Der hat nämlich gesagt, Altmaiers Pläne werden der Ausbaustopp für die erneuerbaren Energien. Und Rösler hat das als Kompliment genannt. Ja? Für den wäre das nämlich super. Ja? Das heißt doch andersrum, Altmaier will die Energiewende billiger machen, indem er sie gar nicht macht. Ja? Indem er sie einfach ausfallen lässt. Das findet der dann noch genial. Und ich sage, es ist nur jämmerlich. Wenn man einmal erstmal für Laufzeitverlängerungen gestanden hat, die dann zurücknehmen musste und am Ende für die Energiewende nicht steht, dann sollen sie andere dran lassen, die es besser können. Und deshalb müssen wir kämpfen für den 22. September. Applaus
Eins will ich noch sagen zu Philipp Rösler. Der hat ja gesagt, die FDP muss liefern und er muss liefern. Ja, ja, echt, der liefert auch. Panzerlieferung nach Saudi-Arabien hat er geliefert. Ja, Export deutscher Atomkraftwerke mit Hermes-Bürgschaften liefert Rösler. Röslers Lieferservice frei Haus. Ja, Bestellung von 2 Minenbooten gibt ein Erfrischungsgetränk dabei. Das ist Röslers Politik. Liebe Frau, der Parteikollege Dirk Niebel macht es übrigens umgekehrt. Der ist für das Importgeschäft zuständig, besonders für Orientteppiche. Ja? Ich finde, die können ruhig handeln und ihre Geschäfte machen, aber bitte als Privatperson und außerhalb der Bundesregierung, liebe Freundinnen und Freunde. Nun sitzen ja viele hier, die sagen, ja, du ziehst hier über Schwarz-Gelb her, aber dass die nicht doll sind, das wissen wir doch. Ja, was erzählst du uns da? Das ist doch bekannt. Die CSU hat selber gesagt, das ist eine Gurkentruppe. Ja, was sollen wir dazu dann eigentlich noch sagen? Passt doch irgendwie. Was könnten die Grünen denn besser machen? Ja, so, und jetzt komme ich zum gefürchteten zweiten Teil dieser Rede. Dem ernsten Teil, weil bei der Bundestagswahl in diesem Jahr, das ist ja schon wichtig, ich will es auf 3 Punkte beschränken, was wir vorhaben, aber diese 3 Punkte liegen mir besonders am Herzen. Der erste Punkt ist die Energiewende. Wir wollen den Ausbau der Energie, wir wollen Energie aus Wind und Sonne und diese Energie aus Wind und Sonne soll Atomkraft und schmutzige Kohle ersetzen, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Freundinnen und Freunde, Energie, ja, Energie aus Bürgerhand gegen die Monopole der Stromkonzerne. Das ist das, was wir wollen. Und außerdem wollen wir mehr Energieeffizienz. Denn die billigste Energie ist immer diejenige, die eingespart wird. Und wir wollen faire Preise. Wir wollen eine gerechte Finanzierung der Energiewende. Wir haben ja, eben ist das angesprochen worden, die ganzen Ausnahmen, die die Industrie mittlerweile hat, haben wir rausgeknubbelt. Wir wollen auch Ausnahmen. Wir wollen für die Stahlindustrie, für Alu, für Papier, wollen wir Ausnahmen. So wie Rot-Grün das gemacht hat. Aber das Ausbau, das wirklich Überbordende dieser Ausnahmen, das wollen wir endlich abstellen. Es kann nicht sein, dass Verbraucher und Mittelstand die Stromrechnung von Hähnchenmästern und Keksfabriken zahlen müssen und ob ein Golfplatz deswegen abwandert, weil ihm die Kosten erlassen werden, die er für die Netzdurchleitungsgebühren zahlen muss, das glaube ich auch nicht. Diese ungerechte Verteilung der Energiekosten, die muss endlich gestoppt werden, liebe Freunde und Freunde. Und das zweite wichtige Thema, das ist die soziale Gerechtigkeit. Wir wollen ein faires Steuersystem. Gerade angesichts der Euro-Krise, da werden noch enorme Belastungen auf uns zukommen. Und da ist es richtig, dass diejenigen, die mehr verkraften können, eben auch mehr zahlen. Wir wollen nicht den Weg gehen von Griechenland oder von Spanien oder Italien und Portugal, wo am Ende die kleinen Leute die Zeche zahlen müssen für eine Politik, die sie nicht zu verantworten haben. Und deshalb sagen wir, ein gerechteres Steuersystem ist absolut wichtig. Das wollen wir umsetzen. Wir können es nicht immer den kleinen Leuten zumuten. Wir wollen einen gesetzlichen Mindestlohn und wir wollen eine Bürgerversicherung für alle. Und wir wollen mehr investieren in Köpfe und weniger in Beton und Waffen. Das ist die Politik, die wir wollen. Das ist die Politik, für die Grünen stehen. Und deshalb lohnt es sich, für diese Bundestagswahl und für den Erfolg bei der Bundestagswahl zu kämpfen, liebe Freundinnen und Freunde. Und am Schluss möchte ich noch ein Thema nennen, die Massentierhaltung. Ihr wisst, ihr habt mir die Möglichkeit gegeben, dass ich die erste grüne Landwirtschaftsministerin hier in Deutschland war. Ich glaube sogar weltweit. Ja, so. Und die erste Verbraucherschutzministerin hier in der Republik. Wir waren die Ersten, die ein Verbraucherschutzministerium hier eingerichtet haben. So, und wir haben eine neue Politik eingeschlagen. Wir haben gesagt, Ökolandbau, Regionalvermarktung, Verbraucherschutz, artgerechte Tierhaltung. Und was wir erleben ist, dass die Bundesregierung, die CSU-Landwirtschaftsminister, die CDU-Landwirtschaftsminister in den Ländern, dass die dieses Rad wieder zurückdrehen. Und dass sie
um diese industrielle Massenproduktion auf den Weg zu bringen, das ohne Rücksicht auf Natur und Tier und Umwelt machen. Und das, liebe Freunde und Freunde, das wollen wir stoppen. Diese Exzesse der industriellen Massentierhaltung, die wollen wir nicht mehr hinnehmen. Und ich finde, es hat Mut gemacht, dass die Grünen in Niedersachsen mit diesem Thema die Wahlen gewonnen haben. Ja? Im Stammland der Agrarindustrie. Ja? Die größte Zustimmung, den größten Zuwachs an Stimmen prozentual haben wir am Chicken Highway gewonnen. Ja? Vechta, Kloppenburg, Oltenburg. Das waren die Gebiete, wo wir den größten prozentualen Zuwachs hatten. So, und da ist es, glaube ich, richtig anzusetzen. Wir wollen genau mit dieser Politik für eine nachhaltige Landwirtschaftspolitik auch hier in Nordrhein-Westfalen bei der Bundestagswahl punkten. Und das möchte ich mit euch gemeinsam hinbekommen. So, aber ihr wisst, wir haben ja jetzt irgendwie auch eine neue Politik bei den Grünen. Wir dürfen ja nicht immer einfach nur so einseitig sein. Ja? Wir müssen ja schon auch abwägen. Und deshalb habe ich mir überlegt, was ist eigentlich der Vorteil der Massentierhaltung? Ja? Irgendwie muss es ja auch einen Vorteil haben. Und da habe ich schon einen erkannt. Ja? Wir haben ja jetzt Winter, ja? Und wir hatten auch gerade Karneval. Und wir haben total viel Grippeviren. Ne? Überall. Also man springt ja von einem zum anderen. Springen diese Viren. Ja? So, und da ist eigentlich die Massentierhaltung, hat ihre Vorteile. Ja? Über 1700 Tonnen Medikamente werden jährlich in Deutschland in der Tierhaltung eingesetzt. Ja? Und das ist doch viel einfacher, als dass wir immer zum Arzt rennen, dass wir sagen, täglich ein Schnitzel, täglich ein bisschen Hühnerfleisch, da haben wir unsere Antibiotika für diesen Tag schon aufgenommen, liebe Freunde und Freunde. So, ich hatte ja gesagt, das mit den Themen, das mache ich diesmal heute bei Aschermittwoch ein bisschen kürzer. Ja? Deshalb komme ich jetzt zu der einigen spannenden Frage, die ja immer kommt, von den Journalisten und so. Ja, mit wem wollt ihr denn regieren? Ja? Welche Koalition wollt ihr denn? Ja? So, und da habe ich mir so ein Motto überlegt. Ne? Also am Ende hat man ja doch keinen Wahlkampfmanager, man muss es irgendwie alles selber machen. Deshalb habe ich die letzten Tage, habe ich mich da hingesetzt und habe gedacht, ich mache da mal so ein Motto, das muss klar sein, das muss überzeugend sein, muss einfach sein. Da habe ich gedacht, so Aschermittwoch ist der richtige Tag, das mal auszuprobieren. Und ich wollte das jetzt mit euch mal ausprobieren. Ja, weil ich gedacht habe, wenn die Leute ein paar Tage Alkohol auf dem Karneval hinter sich haben und trotzdem bei diesem Motto mitmachen, dann ist das der Härtefall, ja. Also dann können wir das machen. Also ganz einfach, hört euch das mal einmal an. Das heißt nämlich, lieber nochmal mit Peer als der Merkel hinterher. So. Alle zusammen, lieber nochmal mit Peer als der Merkel hinterher. Ja? Der Peer Steinbrück. Und ich, wir haben ja eine Geschichte, ja? Das war mein Ministerkollege, das war mein Ministerpräsident, ihr wisst, das war nicht ganz ohne Reibung, ja? Ganz ohne Reibung. Der Peer, der war ja für dieses tiefe Loch bei Garzweiler, ja? Und ich hatte da immer irgendwie so einen Verdacht, wenn das Loch erst da gewesen wäre, dann hätte er uns da reingeschubst. Mich als allererste. Ich glaube, den einzigen, den er vielleicht dabei behalten wäre, wäre noch Micha Vesper gewesen. Aber wir alle anderen hätten in die Grube geschubst. Ja. So. Aber das ist Vergangenheit. In Zukunft wird alles besser. Also alles wird gut. Und deshalb lieber nochmal mit Peer als der Merkel hinterher. Ja. So, heute weiß ich, wir haben den Peer auch ein bisschen verkannt. Ja. Der ist ja gar nicht so. Ja. Wenn ihm zum Beispiel meine Politik nicht gepasst hat, dann hat er da lange Reden gehalten. Ich dachte immer so, das sei seine Art, mich zu bestrafen. Ja? Aber heute weiß ich, das war ein Privileg. Der hat nicht einen Euro dafür genommen für die Vorträge, liebe Freunde und Freunde.
Aber es ist ja auch schon lange her, die Menschen ändern sich. Persönlich habe ich jetzt ein ganz gutes Verhältnis zu ihm. Wir haben uns auch schon getroffen in der Zwischenzeit. So. Und wenn ich Per jetzt mal reden höre, wie der sich freut auf Rot-Grün, wie der sich Rot-Grün herbeiwünscht, dann denke ich irgendwie, die Zeit mit uns hat ihm vielleicht doch ganz gut gefallen. Ja? Deshalb lieber mit Per als der Merkel hinterher. Ja? So, und der letzte Punkt, warum ich das eigentlich richtig finde, das ist die Angela Merkel. Da habe ich ein schlechtes Gefühl mit dieser Angela Merkel. Ja? Da muss ich eine kleine Geschichte erzählen, um das mal deutlich zu machen. Also, mein Bruder, der hat früher als Biologe, hat er alle möglichen Tiere mal mitgebracht und einmal hat er eine Gottesanbeterin mitgebracht. Ja? So, und dann habe ich mich da, ich musste mal die Fliegen für die fangen, zum Fressen. So, und ich war die kleine Schwester, ne? Der wird immer alles mir zugemutet. So, und da habe ich ja viel gelernt über die Gottesanbeterin. Ne? Also die Natur ist immer sehr sparsam und wenn das Futter rar ist, ja, dann geht das bei der Gottesanbeterin so. Nach der Kopulation, wenn das Männchen nicht mehr gebraucht wird, wird es verspeist. Der Lover wird verspeist. Ja? Und dann macht sie danach so, ja, so eigentlich, so, vergib mir. Ja? Und ich habe den Eindruck, die Merkel hat auch Biologieunterricht gehabt. Ja? Die kennt ja auch was von der Gottesanbeterin. Die macht nicht so, aber wie macht die nochmal? So, ja. Und ich glaube, das ist dasselbe Zeichen. Nachdem die den Koalitionsvertrag gemacht hat und die als Kanzlerin wiedergewählt worden ist, da und der Partner nicht mehr gebraucht wird, dann bleibt von dem Partner nichts mehr übrig. Und das finde ich fies. Ich finde, das sollte sie nicht mit uns machen. Deshalb, auch deshalb, lieber nochmal mit Per als der Merkel hinterher, denn wir merken, hinterher kommt die Rechnung. Ja? So, und wie die Kanzlerin nach der Niedersachsenwahl gesagt hat, von nun an kämpft jeder für sich alleine. Ja? Irgendwie erinnert das ein bisschen an dieses Karnevalslied. Ne? Am Aschermittwoch ist alles vorbei, die Schwüre der Treue, sie brechen an zwei. Liebe Freunde und Freunde, für uns ist heute nicht alles vorbei. Für uns beginnt der Wahlkampf. Ich habe Lust, mit euch Wahlkampf zu machen. Mir haben die Rede hat da sogar Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Also vielen Dank und auf einen guten Wahlkampf. Dankeschön. Applaus